Also jetzt in-game, meinte ich. Was für Frauen. Ja, keine Ahnung, weiß ich auch nicht. Okay, ich sollte jetzt aber auf jeden Fall genug Bambus haben. Oh ja, sehr geil. Fertig. So, okay. Wie, womit bist du fertig? Mit meiner Computerecke. Ah, cool. Doch, ist doch gut. Wir schweigen, Switchy, sagt die Mixe. Wir sagen dazu nichts. Du, Leon, ich habe keine Ahnung, warum das Wort so lang ist, aber das ist halt einfach so. Das ist, ich habe mir das nicht ausgedacht. Ich kann nichts dafür, Leon. Ich bin unschuldig. Sally, hast du denn am Wochenende Alternativ kann man auch Arbeit? sagen mit Blubbel. Genau. Oder mit Sprudel. Was hast du denn am Wochenende zu tun? Sally, weil du sagtest hier Wochenende, was ist das oder so? Hast du da irgendwie wieder Schicht oder so? Hier, die Bäume werden natürlich wieder aufgeforstet, ne? Lehrgang. Oh, okay, für dein Ehrenamt, oder? War doch Ehrenamt. Irgendwie. Irgendwas Ehrenamtliches hattest du doch gemacht, ne? Beim THW warst du auch richtig? Ich glaube schon, ne? Jupp, sehr gut. Okay, ja, naja, dann pass gut auf, ne? Worum geht's in dem Lehrgang? Weißt du das schon? Ja, ne, bestimmt. Dich und dein Holz. Susi, nimm das bitte ernst. Ja? Ah, Johanniter, okay. Ah ja, stimmt. Nee, Johanniter. Naja, ist ja aber auch sehr gut. Ja. Sowas gehört auf jeden Fall unterstützt, finde ich. So, sorry, liebe Leute, ihr müsst auch mal hier, ne? Weichen. Und wie gesagt, keine Angst, die werden wieder hingestellt, die Bäume, beziehungsweise die wachsen ja von alleine wieder nach. Da brauche ich noch nicht mal irgendwie tätig werden. Mir geht es hier aber um das Holz. Dafür stehen sie daher auch. Genau, dafür stehen sie ja auch, richtig. Dafür wurden sie ja extra angebaut, um abgeholzt zu werden. Bald ist es geschafft. Was? Das hat Dir geknackt. scharf? Musste weniger Chili essen. Bald ist es geschafft. Ach so, geschafft. Ah, gebart ist es, also bald. Ach so. Ja, okay. Ja, ich weiß, der tat weh. Ja, nicht nur dir, mir auch. Jo, Sally, alles fit bei mir. Ich habe einen neuen Computer endlich, deswegen hat es auch jetzt länger nicht geklappt, weil ich auf den gewartet habe. Wow. Yay! Wow. Krasses Thema aber in deinem Lehrgang. Krasses Thema. Psychosoziale Notfallversorgung, krass. Das ist wirklich krass, ja. Ich bin am Quatsch. Randalieren. Ja, macht nichts, mach ruhig. Das ist heftig. Aber auch bestimmt sehr interessant, kann ich mir vorstellen. Können. Du hast Rücken, ich hab Bauch. Davon habe ich auch genug. Hast du dir gerade auf den Bauch geklopft? Ja, man hat's gehört. Wie geil. Der war teuer. Okay. Der war Den teuer, habe ich mir sagt durch sie. harte Arbeit angefressen. Ja, Nein, sehr geil. habe ich nicht wirklich. Ich habe es geschafft, das über Medikamente innerhalb von 3 Monaten 40 Kilo zuzunehmen. Also, der ist definitiv nicht angefressen. Selbst wenn, ich meine, hallo, ne? Wenn du dich damit wohlfühlst, ich Für meine, so viel scheiß zum drauf. Essen fehlt mir das Geld. Oh, du Ist traurig, aber Arme. wahr. In meinem Oh. Kühlschrank herrscht aktuell gähnende Leere. Okay. Ich habe noch ein paar Scheiben Wurst, ein bisschen Brot und
Kräuterfrischkäse, Remoulade, 5 Eier, ein bisschen Milch und Wein, jede Menge Wein. Ja, es ist nicht wirklich viel. Nee, nicht wirklich. Dafür ist im Gefrierfach jede Menge Zeug drin. Also ein Haufen gefrorenes Gemüse ist drin zum Kochen. Das ist ein Haufen, was ist das, so Putenbrust und so ist drin. Oh. Hackfleisch ist noch drin. Also ich kann mir was machen. Das ist jetzt nicht das Ich Problem. wollte gerade sagen, das hört sich doch voll okay an. Also, ne? Also jetzt mal ernsthaft. Da gibt es ja wohl wesentlich Schlimmeres. Ja, noch nage ich nicht am Hungertod, aber ich habe jetzt heute insgesamt eine Fertiglasagne gegessen, die ich mir heute Abend kurz reingepfiffen habe. Von Lidl? Und, Vom Lidl? nee, Die vom Lasagne? Kaufland. Achso, okay. So, naja, gefrorene Lasagne halt. Ja, ich weiß, ich kenne die. Ja. Naja, und ja, eine Scheibe Brot mit 3 Scheiben Salami, beziehungsweise so Servalatwurst. Das war's für heute. Ja. Ja, das ist sehr praxislastig und sehr realitätsnah. Ja, das glaube ich. Wahrscheinlich so wie die Opfer, beziehungsweise ja, schon die Opfer da so unterschiedlich reagieren und so, ne, denke ich mal. Dass das halt deswegen, dass man da geschult wird. Schon krass, also. Ja. Ich meine, Unfallhilfe und auch im psychischen Ding, ich meine, da muss man ja auch schon sehr verantwortungsvoll sein, ne, und mit den Leuten umgehen. Um jetzt auch mal ein bisschen ernster zu sein. Also ihr seht, ich kann auch ernste Themen. Ne? Ich kann nicht nur rumblödeln. Aber das stelle ich mir auch wirklich sehr interessant vor. Ja? Wenn man mal so zum Beispiel Reportagen sieht über Unfallhelfer und so weiter, das ist schon ganz schön heftig, was die da manchmal echt erleben. Es ist, nee, danke. Das möchte man eigentlich eher weniger. Wirklich am eigenen Leib mitmachen. Ja. Ja, du musst ja auch bedenken, jetzt auch gerade zum Beispiel im Fall von Altenheim zum Beispiel. Na, du musst ja auch mit den Leuten umgehen können. Denen ist es vielleicht auch peinlich, weil sie, ne, beim Aufstehen hingefallen sind, noch Unterwäsche anhaben oder irgendwas. Mit Ja. so Situationen musst du ja auch umgehen können, beispielsweise jetzt mal. Ja, richtig. Richtig. Ich fand zum Ja, muss ja nicht Beispiel. immer gleich Horror-Notfall sein. Es Nee, gibt auch solche richtig, Sachen, aber auch aber. da muss halt auch die Privatsphäre halt geschützt werden. Du musst mit den Leuten umgehen können. Ja. Jetzt kommt gleich das komische Geräusch wahrscheinlich wieder. Ja, ich werd dann schon meckern. Na, da, es gibt auch viele ältere Leute, die wollen sich dann gar nicht helfen lassen, obwohl sie Das gefallen stimmt. sind und sich vielleicht jetzt die Hüfte gebrochen haben oder so ein Blödsinn. Ja, das stimmt. Ja, das ist ein falscher Stolz, ja. Naja, damit muss auch umgehen können. Ja, na Das ist schon klar. heftig, sowas. Ja. Ja, ich bin sehr dankbar, dass von der Kirche zum Beispiel bei dem Tod von meinem Opa dieses Jahr, dass da die Pastorin sehr oft bei ihr war. Und ja, das ist halt, ne? Ja. Ist halt schon echt krass. Naja. Oh, verdammt, es ist kalt draußen. Jetzt war ich verabschiede mich hier mal. Wieso? Weißt du kaum ernstere Themen, ne? Und schon haut sie ab. Nein, Spaß. Alles gut. Schlaf Ist spät schön. genug. Ja, genau, das stimmt. Schlaf schön, Maxi, und träum was Süßes. Jo, Nacht ist Tweety, wir hören uns. Kalt. Mach dir warme Gedanken. Das hilft nichts draußen auf dem Balkon. Nee, das stimmt. Da hast du recht. Nicht mal, wenn ich an Dubai denke, da war es auch gut warm. Oh ja, das glaube ich. Wie war es eigentlich? Erzähl. Muss doch Engels holen morgen. Ja, bring mir denn was Schönes mit, auch ein bisschen Engels. Ne? Kannst ja dann einfrieren oder mir dann schicken, wenn es fertig gedingst ist. Genau. Ja, nee, wie war Dubai? Geil, warm. Es hat an einem Abend sogar angefangen zu regnen. Okay. Da waren wir im IMG, das war das einzige Mal, wo wir nicht mit dem Taxi gefahren sind.
oder den kostenlosen Shuttle-Service vom Hotel genutzt haben, beziehungsweise es war gar nicht das Hotel, das war auch nicht der Veranstalter in dem Hotel, der das uns vermittelt hat, sondern es war einfach halt ein freies Busunternehmen, die da halt regelmäßig rumfahren zum Ja. IMG. Und die fahren das letzte Mal um 7:30 Uhr. Der Park schließt um 10 Uhr. Und wir Schön. haben den Typ gefragt, wann er wiederkommt, um uns abzuholen. Dann hat er gefragt, wann wir abgeholt werden wollen. Ich so, ja, wenn der Park um 10 schließt, wären wir um 10:30 schon geil. Ja, Ja. kein Problem. Ja, der kam aber um 7:30 das letzte Mal. Der war um 7:30, war keiner da. Wir sind bis um 12 Uhr da rumgestanden, bis da nochmal ein Taxi und alles kam, wir die ganze Sache geregelt hatten. Die haben die Alte, die uns einen Typen vermittelt, auch direkt aus dem Bett geklingelt nachts um keine Ahnung was. Kurz vor 12, die war auch angepisst deswegen, also hat auch den Veranstalter von angerufen und hat gesagt, das geht einfach nicht. Ne, Ja. der hat es mit uns so abgesprochen, das Geld fürs Taxi haben wir natürlich nicht zurückbekommen, weil war ja keiner schuld. Ja, scheiße, ja. Und wir haben gesagt, das wäre kein Problem gewesen, wenn wir von Anfang an gesagt haben, ja, die fahren um 7:30 das letzte Mal, dann wären wir pünktlich um 7:30 da gewesen. Und hat gesagt, okay, dann nehmen wir den nicht, dann nehmen wir das Taxi, dann wären wir direkt mit den Taxis, die zum Parkschluss noch da waren, direkt mitgefahren. Dann wären wir nicht erst um kurz vor 1 daheim gewesen. Ja, Beziehungsweise im richtig. Hotel. Ja, das stimmt. Ja, aber sonst war cool. Geile Achterbahn. Drei konnte ich nicht fahren, weil mein Arsch zu fett war. War echt? Ja. Oh Gott. Schnellste Achterbahn der Welt war auch nur ein Glücksfall, dass einer der Ride Operator sich so Mühe gegeben hat, mich in das Ding reinzukriegen. Ach du Scheiße. Das ist ja heftig. Naja, aber das Problem gehabt, dass die Parks halt meistens gegen 10, 11 erst aufmachen und mir auch durch die Hitze dort so dermaßen die Beine angeschwollen sind über den Tag. Wir Ja, haben es das glaube im Formel 1 Park. Da war so ein ja, Flugsimulator oder sowas, kannst du das Ding eigentlich nennen. Da war auch so ein Testsitz draußen, ich habe es vormittags ausprobiert. Ne? Du konntest den nach links rumklappen und dann runterdrücken, um zu gucken, ob er schließt. Da ging er aber schon nicht zu. Und haben das abends nochmal versucht. Ich habe den Schirm nicht mehr nach rechts auf wegbekommen, von meinem Bein runter, um überhaupt wieder aufstehen zu können. So sind mir die Beine angeschwollen. Ah, ärgerlich, ja, scheiße. Aber wenn du dann halt erst mittags, nachmittags in den Parks bist, beziehungsweise an den Attraktionen, ist klar, dass ich da nicht mehr reinpasse. Ja, ne, das ist richtig. Ärgerlich. Naja. Ja. Miep. Miep, miep. Miep, miep, miep. Ich liebe dein Geräusch. Das ist so geil. Du hörst dich extrem müde an, muss ich mal so sagen. Ja, so langsam aber sicher. Ja. Ja, ich warte jetzt auch noch aufs letzte Glas, dass es voll alles fertig ist, dass ich das noch voll verlegen kann und dann Okay. packe ich es für heute, weil geht nimmer lang. Jo, nee, das kann ich verstehen. Ich werde jetzt hier noch die Wandverzierung machen. Ist ja auch schon spät. Ja, das ist es. Naja, obwohl eigentlich eher früh, ne? Boah! Boah! Geiles Geräusch bei dir. So schlimm, wenn ich mich vom Rechner wegdrehe, wenn ich draußen bin. Ja, das hat sich eben sehr krass angehört. Mene, 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 mene. Wie kennst du noch diese alten, Die alten Router früher, wenn du ja, telefonieren genau. wolltest? So, fast so ungefähr, Wie so ja. Fast so Faxgerät? ungefähr. Ja. Genau. Kam gerade nicht auf den Namen. So. So, okay, das haben wir fertig. Das wird aber auch noch alles neu gemacht. Da kommt wahrscheinlich Kreide hin oder irgendwie Marmor. Irgendwie was ganz Weißes hier, ne? Marmor Halt. würde ich dahin machen. Ja. Genau. Kann man Marmor eigentlich noch einfärben irgendwie? Ja. Das ist gut. Sag mal, deine Maus, die soll nicht so. Ich Ja, bin ich habe heute gerade eine höher Stelle weg in der als Lava dir, ne? gesucht, wo ich noch Lava kriege. Ja, oh, es tut mir so voll leid, dass ich total meckern bin. Ich mein's gar nicht böse. Aber wie gesagt, ich muss noch die Empfindlichkeit und alles einstellen. Ja, alles gut, alles gut. War ja heute auch sehr spontan irgendwie, ne? Mit dir zumindest oder mit uns beiden heute.
Ja, aber wir haben es noch zum Laufen gebracht. Ja. Genau. Ich finde das voll schick hier. Also wenn das